Ah, Lisa, schön, dass du da warst. Dann muss jetzt wohl doch wieder das Zimmer aufgeräumt werden, oder was ist da los? Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend, Lisa. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Oh, herrlich, ey. Bin fertig, Leute, ich bin fertig. "260 Leute", sagt Fertok. Ach du Heilige, wo kommt ihr denn alle her? Schön, dass ihr da seid. Krass. Oh, wir dürfen nochmal. Direkt nochmal das Monster sein. Ja, komm. Dann eine Geistrunde, weil ihr es euch gewünscht habt, ja. Dab, dab, dab. Das ist meine Anfangsskillung. Und als Geist finde ich die Abklingzeitreduktion auch geil. Ja. Oh, Mann. Ah, Lisa möchte Team Fortress und CSGO spielen. Ihre Hände brauchen Beschäftigung, Lisa. Das hast du mit Absicht so geschrieben, oder? Jeder wird sich jetzt seinen Teil denken. Lazarus, du wirst sterben. Timolan. Fokus auf Timolan. Junge, bist du Timolan? Ich mach dich fertig. So, wir schleichen direkt. Und ich gehe direkt wieder an meinen Lieblingsort. Naja, was heißt Lieblingsort, aber. So. Aber wir wollen ja schnabulieren, oder? Wie seht ihr das? Da sind Vöglein. Vöglein, Vöglein. Die möchte ich ungern aufschrecken. Deswegen lauern wir hier. Wir lauern hier, wir lauern hier. Und. Boom, Headshot. Bisschen Rüstung sollte man sich schon anfressen. Ich glaube, die Menschen sind schon da. Alle Menschen sind schon da. Alle Menschen, alle. Ah, Steffi baut nebenbei Sims. Cool. Steffi baut die geilsten Häuser in Sims, Leute. Kann man einfach nur so sagen. Ist echt krass. Habt ihr sie gesehen, Leute? Ich auch. Scheiße, haben die Daisy oder was? Komm schon! Unsere Chance, dem Lazarus, die ersten Schaden zuzufügen. Das musste ich nutzen. Ich habe überlegt, ob ich abhaue. Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Er ist hier in die Ecke gegangen. Ich muss Lazarus killen. Wo ist Lazarus hin? Da oben. Komm schon. Wir müssen Lazarus einmal down haben. Yes! Sauber, Leute. Sauber. Könnte easy game werden. Bam! Grant steht hier nämlich und kämpft einfach bei Lazarus Leiche. Was haltet ihr denn davon, Freunde? Was haltet ihr denn davon? Verzieht euch. Lasst den liegen, Daisy! Daisy, lasst den Lazarus liegen. Daisy, lasst den Lazarus liegen. Hier. Das Ding hat keine Panzerung mehr. Ich fress den mal eben hier. Tarnung aktiv. Oh, der steht hier übrigens unsichtbar. Ne, Daisy ist das, warte. Haha, Daisy. Got you. Rapen wir die jetzt schon auf Stufe 1? Wir rapen die, glaube ich, auf Stufe 1, Freunde. Wie krass wäre das denn? Da liegt wieder der Nächste. Da liegen fast alle, nur noch einer. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Man weiß es nicht. Leute, siehst du wohl? Der Grants geht ab, yo. Hallöchen! Das könnte schon gewesen sein, sagt der Grants zu dem Stachelschwein. Es war mir eine Freude, den Geist spielen zu dürfen.
Combat, du hast eine OP-Geistrunde gerade verpasst. Da habe ich ausgepackt, ey. Ohne zu evolven. Oh, mein Wasser ist leer. Zu OP. Grants sollte genervt werden. Neo Chrome hat gerade geschrieben, what the fuck, ich war gerade auf dem Klo und Grants hat in der Zeit gewonnen. Ja, so geht das manchmal. Ein Ziel noch entführen, stimmt. Also nichts Spezielles, genau, Combat, ganz genau, nichts Spezielles. Aber die Leute wollen drin bleiben. Wie einfach das bei Grants aussieht. Oh, ja, ich weiß auch nicht. Der Geist, der liegt mir irgendwie, aber angeblich liegt der Geist ja jedem, der soll ja OP sein, habe ich gehört. Aber hey. Dann spielen wir jetzt Goliath, wenn wir jetzt dran sind. Und dann könnt ihr sehen, oh, es ist eine Schande, ich bin mit Goliath so schlecht geworden, weil ich so viel Krake spiele. Ich spiele in letzter Zeit fast nur noch Krake, weil der Krake, wisst ihr noch am Anfang, der Krake war richtig schwer für mich. Und jetzt ist der Krake irgendwie mein Liebling. So, Schmettersprung rammen ist Pflicht. Was? Ich habe doch nur einmal geklickt. So, Felswurf oder Feueratem. Ich nehme eigentlich gerne den Feueratem, damit ich die unsichtbaren Leute sehe. Dann haben wir alle Monster durch. Als nächstes Goliath, so sieht's aus. Der Geist wird auch im nächsten Patch überall um mindestens 20%. Das wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, es wäre so lächerlich, wenn der Geist so stark genervt wird. Weil ich habe in den Statistiken gesehen, dass der Geist mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% gewinnt. Und das ist, okay, klar, er ist scheinbar nicht ausgeglichen, sonst wäre es 50-50. Aber dazu sagen, ey Leute, wir machen da jetzt 20% runter alles. Ne, auf keinen Fall, können die nicht bringen. Können die meiner Meinung nach nicht bringen. So. Jetzt versuche ich direkt hier rechts reinzurennen. Ich habe hier mir einen kleinen Weg schon mal überlegt, den ich gerne gehen würde. So, und wenn ich hier um die Ecke gegangen bin, dann spare ich mir das mit dem Schleichen nämlich einfach mal. In der Hoffnung. Ja, spring dagegen, Grants. Das ist so dumm manchmal. Komm, den machen wir fertig. Oh, der Typ da, der da hinkackt. Da gehe ich hin. Gibt's immer gratis, gratis Rüstung. Wo gehen die lang? Kommen sie hier lang oder nicht? Wie habe ich denn den Affen erledigt? Ich weiß nicht, wo sie lang gehen, Freunde. Ich sehe noch gar keine, deswegen rennen wir. Denk dran, Grants, du spielst gegen Abe. Okay. Danke für den Hinweis nochmal. So, hier das ganze Gratis-Scheiß. Warum kommen jetzt hier Viecher an? So. Mal was riskieren als Goliath. Goliath soll gebufft werden? Können die. Ne. Ich glaube nicht, dass so viel geändert wird, weil. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Statistiken mal angeschaut habt. Das Geile ist, die Evolve-Leute twittern mega oft die Statistiken der Woche. Und in der Statistik konnte man deutlich sehen, das ist nicht deren Ernst, dass jetzt direkt wieder. Oh, moin. Machen wir den mal schnell fertig. So, Grants ist dann mal weg. Obwohl, warte mal, wenn die hier gerade alle so schön auf dem Haufen stehen.
könnten wir ja mal ein bisschen Schaden machen zumindest. Und vielleicht sogar Val schon den zweiten Dingens reindrücken. Das wäre geil. Da ist Val, oder? Habe ich Val erwischt? Ja, da hinten liegt sie. Und, ey, heb die doch nicht auf. Was soll die Scheiße? Cabot. Cabot? Und, da wollen sie wieder. Nein, die lasst ihn liegen. Lasst den scheiß Medic liegen, ihr Kackvögel. Und, ah, oh, fuck, komm. Yes, der Medic ist tot und der nächste liegt. Und ihr wollt Goliath einen Buff geben? Ihr seht gerade, dass ein Level 1 Goliath für das Team rape, oder? Also ich bin mir da nicht so sicher, ob man da wirklich einen Buff raus tun muss. Und boom. Na komm halt. Hör doch auf mit deinem Schild, das bringt dir doch eh nichts. So, komm schon, Hai töten. So, wo ist der andere hin? Bin mir nicht sicher, deswegen evolven wir hier schnell. So. Und Felswurf auf jeden Fall holen, Feueratem und der Sprung. Der gute Magma-Skin, Leute. Schalte den Schild ein. Göttingen töten. Macht ihr doch, geht doch. Wollt ihr nämlich essen? So. Das Schöne ist, dass wir jetzt einfach hier fressen können ohne Ende, weil es fast eine Minute noch dauert, bis das Team wieder da ist. Und dann können wir wahrscheinlich schon Stufe 3 evolven. Oder? Ist doch eine. Hört sich doch gut an, oder? So, das Schöne ist, der Medic ist eh ein Schlag tot. Das nächste Mal, wenn wir kämpfen gegen den. Und. Boom! So, wir fressen uns richtig viel Rüstung auch an. So wie es halt sein muss, Leute. Die sollten Grants echt abschwächen. Nein, ich werde nicht abgeschwächt, Leute. Und. Boom! Haben wir überhaupt das Gewicht gebrochen? So wird's gemacht. So. Oh shit, da kommt eine ganze Horde. Eine Horde, wie der Franzose immer zu sagen pflegt. So, das Schöne ist, hier gibt's einen Buff. Nein, das Schöne ist, die Menschen sind wieder da, Leute. Und Nahkampfangriffe verlangsamen die Jäger. Und meine Rüstung ist schön aufgeheilt. Deswegen würde ich fast sagen, bevor wir Stufe 3 evolven, greife ich da nochmal an, oder? Da kam das Schiff, okay. Ich jage jetzt die Leute. Ihr seht's schon, ja, die... Das ist hier ein bisschen anders, wenn wir Monster spielen, ja? Als wenn das irgendjemand anderes macht. Hey, denkst doch wohl nicht, dass ich dich aufheben lasse hier. Das Monster kill ich auch noch nebenbei. Hier, Leute, ich helfe euch, weil ich euch so gerne habe. Oh, Cabot steht wieder. Bam! So, Cabot ist tot, habe ich gehört. Okay. Und Hyde hat auch schon wieder sein... Wo ist der dreckige Medic? Ja, spring. Springen, als ob es keinen Morgen geben würde, mein lieber Freund. Hallo. Komm. Ja. Ich hab mich erwischt. Sorry. Und einmal den Stein hinterher werfen. Boom. Oh, sie ist ausgewichen. Like a Pro Gamer. Hier. Feueratem. Feueratem, wie das duftet. So. Ich glaube, der Trapper haut nämlich wieder ab. Weil das ein elender Feigling ist, habe ich gehört. Und dann evolven wir hier halt. Warum nicht? So, jetzt gehen wir hier hoch. Ich möchte nämlich aus der Reichweite raus sein. Und dann evolven wir zu Stufe 3. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das wird nichts mehr für die. Ich glaube, das ist gelaufen. Hau ab, schnell. Ich hau nicht ab. Warum soll ich abbauen? Wirst du nicht erleben, dass der Grants einfach so flieht. Ja, doch, ab und an schon. Aber nicht
wenn ich gerade einen Run habe. Ich habe einen Verfolgungspfeil drauf. Oh shit, das ist jetzt natürlich sehr gefährlich. Halbe Minute noch. Ich könnte versuchen, den letzten zu finden einfach. Müsste ja theoretisch irgendwo in meiner Nähe sein. Sonst hätte er mir den Betäubungspfeil nicht reindrücken können. Ich könnte auch versuchen, den Tyrant zu finden, den Tyrann, um zu schauen, ob der einen Buff hat. Wäre auch eine Möglichkeit. Okay, jetzt hat er sich, glaube ich, verraten. Wo ist der Trapper? Halt dich doch! Schnüffeln. Okay, frag mich nicht, wo der hin ist. Ich renne einfach zum Relay. Dann machen wir da gleich halt einen schönen Endkampf. Ach, da ist er. Da ist der Trapper. Ja, Trapper, das Doofe ist... Oh, das ganze Team. Hallöchen! Ihr seid gerade erst gespawnt, aber ich habe irgendwie voll Bock, euch zu töten. Wow, das sind die Lags sind real. Die Lags sind real. Oh, komm schon. Ah, okay, da ist der nächste down. Hide. Okay, Hide kriegen wir nicht, dann holen wir uns Val. So. Ich habe jetzt aber Bock, den Trapper zu killen eigentlich. Der, durch den, ich nehme mich hier die ganze Zeit. Komm her, ich prügel dich. Durch den ich die ganze Zeit nämlich nicht. Oh, jetzt ist er gerage-quittet. Ja, Leute, das ist der letzte da unten. Machen wir einen Schleichangriff, oder? Warum eigentlich nicht? So, ich kann mich zurücklehnen. Goliath macht den Rest ja alleine. Das war's, ja. Ah, oh mein Keks ist aufgegessen. Ah, wie kann das sein, dass einfach jedes Team bloßgestellt wird? Ja. Ah, ich habe aber auch schon ein paar Mal richtig auf die Fresse bekommen. Das darf man nicht vergessen, ja? Also, die Lobby ist leer. Die Lobby ist leer. Ey, wie geil. Die Lobby war leer, Leute.